Bremen, Berlin, Brandenburg und noch viele mehr. Diese 62 Kerzen stehen für die Filialen, die schließen müssen. Für mehr als ein Drittel der Galeria Karstadt-Kaufhofhäuser ist es das aus. Bundesweit ein Kahlschlag. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen 18 Filialen geschlossen werden. In Berlin sind es 6, mehr als die Hälfte aller Standorte in der Hauptstadt. Es trifft Häuser in nahezu jedem Bundesland. Rund 6.000 von den insgesamt 28.000 Angestellten verlieren ihren Job. Manche, die haben hier schon, die sind ja schon 40 Jahre da dabei oder an die 40 Jahre. Und das kriegen wir jetzt alles genommen. Also nur wegen ein bisschen Finanz. Also ich weiß es nicht. Wir sind nicht schuld und wir müssen es ausbaden. Die vielen bedrohten Arbeitsplätze rufen auch den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf den Plan. Ich erwarte, dass von pauschalen Kürzungsplänen auf dem Rücken der Beschäftigten Abstand genommen wird. Falls es zu personellen Anpassungsmaßnahmen kommt, erwarte ich, dass ein entsprechender Sozialplan vereinbart wird. Die Gewerkschaft Verdi hat nach 4 Verhandlungstagen dem Plan zwar zugestimmt, bleibt aber verbittert. 6.000 Männer und Frauen, die seit Jahren, Jahrzehnten das Unternehmen mit aufgebaut haben, die Menschen bedient haben, gerne gearbeitet haben und arbeiten, werden in die Perspektivlosigkeit geschickt, weil das Management nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Warenhäuser, die sonst das Bild einer Innenstadt prägen, werden fehlen. Fußgängerzonen, gerade in kleinen und mittelgroßen Städten, drohen weiter zu veröden. Da wird dann halt nicht mehr so viel hier los sein, schätze ich mal. Also das ist ja nicht so toll. Alle großen Städte gibt es immer, Karstadt, Kaufhof. Und es sind ja immer prägnante Strukturen. Aber ich denke trotzdem, der größte Verlust ist der Arbeitsplätze. Galeria Karstadt Kaufhof fehlt die Kraft. Dieser Sanierungsplan ist wohl die letzte Chance.